möchte dich und alle Podiumsteilnehmenden bitten, zu mir an das schöne Tischchen zu kommen. Oder in die Tischchen, genau. Also, ich habe hier schon mal ein Mikrofon parat, weil ich würde nämlich zuerst gerne gleich jetzt steil starten, ohne noch... dich muss ich noch vorstellen. Du bist ja noch nicht vorgestellt worden. Simon Graber, tut mir leid. Also Rika Koch kennen Sie alle von heute Morgen schon. Simon Graber, er ist bei Educa Projektleiter schon lange, wo wir uns kennen. Und du verhandelst eben tatsächlich mit Microsoft und verschiedenen anderen Anbietern solche Rahmenvereinbarungen, um dann eben, wo es auch unter anderem um Datenschutzthemen geht. Rika ist unsere Beschaffungsexpertin. Du bist unser Repräsentant der Nutzer des öffentlichen Sektors, der Bildung. Dominik Ablonski, unsere Datenschutzbeauftragte, und dann eben David Rosenthal aus der Praxis, wo, wie regeln es jetzt ganz konkret die Behörden? Und bei dir möchte ich gerne anfangen. Ich denke, man kann sagen, es gibt da unterschiedliche Ansichten. Dominik Ablonski hat gezeigt, eben zuerst kommt eine Grundsatzfrage, darf man überhaupt auslagern, und nachher kommt die Risikoanalyse. Du hast heute Morgen eigentlich von Anfang an mit der Risikoanalyse begonnen. Es ist eigentlich nur eine Frage des Risikos. Wie ist das im Gegensatz, oder ist das, passt das zu dem, was Frau Blonski gesagt hat? Nein, das ist überhaupt kein Gegensatz. Ich war sogar etwas erstaunt, und das wäre auch meine Frage an dich. Also, dass wir zunächst mal schauen müssen, dürfen wir überhaupt auslagern? Das ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Wo wir bis jetzt vielleicht den Unterschied hatten, ist, dass ich der Ansicht bin, dass diese ganzen Geheimhaltungsvorschriften nicht eine Auslagerung in die Cloud verbieten. Also das heißt, das ist nicht das Problem. Und dann landen wir direkt in Schritt 2, in der Risikoanalyse. Und bei der Risikoanalyse hatte ich bis jetzt den Eindruck, aber du kannst mich vielleicht korrigieren, dass überall kann man eine Risikoanalyse machen, außer beim Lawful Access nicht. Und wenn jetzt quasi ich dich so verstanden habe, und das wäre ja quasi die Differenz, dass das auch beim Lawful Access denkbar ist, dann sind wir da wahrscheinlich gar nicht mehr so weit auseinander. Weil das ist ja nichts anderes, was ich an sich auch in dieser ganzen Diskussion, die quasi letztes Jahr auch stattgefunden habe, im Prinzip gemacht habe. Wir sind ja hingegangen und haben geschaut, was gibt's alles für Maßnahmen, die man treffen kann gegen, und beurteilen, wie ist dann das Restrisiko. Und der ganze Rest, da sind wir uns einig, dass wir noch ganz viele andere Risiken haben, die wir anschauen müssen. Aber bei dieser Frage, da bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Genau, Dominika, wie einig oder uneinig seid ihr euch? Das sehen wir dann. Ja, also mit Lawful Access ist der Cloud Act der USA gemeint. Jeder Behördenzugriff aus dem Ausland, der über die lokalen Rechte läuft. Also nicht die Behörden, die jetzt sich reinhacken, oder? Ja. Sondern okay. Dieser da ist, Zugriff. Da ist auch zu unterscheiden. Also beim Cloud Act, um ganz kurz zusammenzufassen, ist es ja so, dass da eine Umgehung des normalen Rechtswegs die internationale Rechtshilfe, die vorgesehen ist, stattfindet. Also der amerikanische Staat hat sich, herausgenommen, ein Gesetz zu schaffen, das sagt, wir können außerhalb der USA wirken und einfach auf Informationen zugreifen, ohne den normalen Rechtsweg die Rechtshilfe, die vorgesehen ist international, konkret um diese zu umgehen, keine Rechte betroffener Personen, kein Verfahrensrecht und so weiter. Und das Bundesamt für Justiz hat schon vor einigen Jahren in einem Bericht zu dieser Rechtsgrundlage in den USA festgehalten, dass die dem Ordre Public in der Schweiz widerspricht. Und deshalb gibt es hier ein größeres Problem. Und aus diesem Grund würde ich die anderen Lawful Access sozusagen aus anderen Staaten nicht gleichsetzen, weil wenn diese natürlich den normalen Rechtshilfeweg beschreiten, dann ist das eine andere Thematik. Aber das vielleicht nur so vorab. Und wenn wir dann von der Risikothematik sprechen, wann kommt die dann dazu? Also es gibt Bestimmungen wie Geheimhaltungspflichten, die eben einer Auslagerung entgegenstehen können. Und da kann ein solcher Lawful Access ein Grund sein, wieso das nicht ausgelagert werden darf. Diese Frage stellt sich in der rechtlichen Frage, in der ersten Frage, die ich erläutert habe. Und wenn dort beantwortet wird, ja, wir dürfen das Geheimnis oder die Klassifikation der Informationen oder auch andere Bestimmungen, die wir haben, stehen da nicht entgegen, kommen wir in die zweite Risikofrage. Und da kann es ja immer noch sein, dass ein Lawful Access, auch ein Cloud Act aus den USA, anwendbar ist, weil ein
eine Bestimmung nicht, also weil keine Bestimmung gefunden wurde, die entgegensteht. Und in diesem Bereich würde das dann in einem Risikosetting ausgewertet, oder? Also das sind zwei Fragen, die zu unterscheiden sind. Die eine, die juristische Frage, ob das entgegensteht, weil ein solcher Access stattfinden kann, dann kann man nicht auslagern in dieser Form. Oder es steht nicht entgegen und dann kann es in die Risikoanalyse reinfließen und je nachdem dort mit Maßnahmen, was immer. Aber dann kann ich vielleicht sogar unser Problem hier lösen, weil das Bundesamt für Justiz hat nicht gesagt, dass der Cloud Act oder publikwidrig ist. Die haben gesagt, dass der zweite Teil des Cloud Acts, und den geht es hier gar nicht, das sind diese Executive Agreements, dass die für die Schweiz nie in Frage kommen. Das wäre nämlich die Möglichkeit, dass der US-Staatsanwalt ein Begehren direkt in die Schweiz schicken könnte. Und nur dazu hat das Bundesamt für Justiz gesagt, das geht nicht. Für alles andere haben wir in der Schweiz genau dasselbe Recht. Die Zürcher Staatsanwaltschaft kann genau dasselbe tun oder sogar noch mehr nach Bundesgericht wie der US-Staatsanwalt, der den Cloud Act nutzt. Aber wenn quasi wir uns dort einigen können, dass solange der Cloud Act so ist, wie eben auch die Cloud Acts in Deutschland und Frankreich das auf das zugreifen können, dass wir dann im Risikoteil drin sind, weil das Geheimnis das nicht verbietet, dann glaube ich, haben wir das Problem mit dem Cloud Act gelöst, weil er also, ist genau das, was wir hier schon in der Schweiz haben. Ja, also so einfach würde ich jetzt das nicht sagen. Also mit dem Cloud Act wird wirklich diese Rechts, also die betroffenen Personen konkret haben gar nichts, also gar keine Rechte und so weiter. Und das stimmt das doch nicht. Das normale Rechtshilfeverfahren. Okay. Oder das also ich bin froh, wir haben noch ein bisschen Wissen. Du wolltest ja, dass wir eine Diskussion haben. Genau, und ich glaube, so einfach kann man das nicht sagen. Also so einfach geht das nicht. Und deshalb haben wir zum Glück auch noch ein bisschen agree to disagree. Gehen wir mal zur Praxis. Jetzt, Simon, du hast dich ja, denke ich, das kann man sagen, eben oftmals mit den Herstellern, keine Namen werden genannt, die sind übrigens auch nicht da, sie wurden eingeladen, aber explizit Microsoft hat gesagt, sie sind in den Ferien, sie haben heute keine Zeit zu kommen. ja, also Simon, du bist nicht in den Ferien zum Glück, was hattest du da für Diskussionen mit den Herstellern, ohne Namen zu nennen? Natürlich auch solche, nicht so tiefgreifende fachjuristische Diskussionen. Ich bin nicht Jurist. Wir haben uns bei all diesen Verhandlungen von Privatim beraten lassen. Das heißt, in der Person von Uli Bori, der Präsident von Privatim, der uns dort berät. Und diese Beratung und die Ergebnisse aus der Beratung tragen wir dann in die Verhandlungen ein. Und das ist manchmal schwierig, manchmal weniger, aber in der Summe ändert das irgendwie in einem Vertrag. Und dieser Vertrag, jetzt im Speziellen dieser Rahmenvertrag für den Bildungsbereich, der setzt nur den Rahmen. Und dieser Vertrag ist eigentlich der erste Schritt. Also es ist eine Grundvoraussetzung, dass überhaupt rechtskonforme Datenbearbeitung stattfinden kann. Und all die Maßnahmen, die dann oder die Aufgaben, die dann folgen, die Sie alle bestens kennen, dort fängt die Arbeit eines richtig an. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine kleine Schule mit, weiß ich nicht, 50, 100 Schülern und 20 Lehrpersonen sich dieser Aufgabe stellen muss, dann können Sie sich auch vorstellen, dass die Maturität von gar nichts tun bis extrem viel in Nutzungskonzepte und IS-Konzepte und so weiter und Maßnahmen investieren relativ breit ist. Aber das heißt mit anderen Worten, also die Schweizer Schulen vertrauen euch, dass ihr gute Rahmenbedingungen aushandelt mit Microsoft, unter anderem eben das Thema Datenschutz, dass sie sich darauf verlassen können, dass da alle Gesetze eingehalten werden. Also eben, wie gesagt, dieser Vertrag ist rein die vertragliche Basis, oder? Und das Ganze folgt dann danach. Also wir haben gehört, wer verantwortlich ist, wir haben gehört, wer beaufsichtigt, und dieses Zusammenspiel dort das Ganze ausgefochten. Okay, noch nicht so ganz klar. In dem Fall, also die Schulen können weiterhin bei euch die Vertragsvorlagen nehmen und wissen, das ist konform mit dem, was wir in der Schweiz an Datenschutz verlangen. Ist das so? Also es ist nicht konform, es ist einfach das, was man verhandeln konnte. Oder? Das ist ja, wir haben hier mit einem 3 Billionen Konzern zu tun, und wenn Sie sich vorstellen können, dass die kleine Schweiz und der kleine Bildungssektor dort irgendwie Piep machen könnte, dann also das
meines Erachtens ein Minimalstandard, den man überhaupt haben muss. Ansonsten wird es sowieso schwierig. Okay, ja, spannende Aussage. Das Maximale, was wir raushalten konnten. Rika, du bist ja in der Beschaffung vor allem tätig. Du hörst und siehst ein bisschen, wie da beschafft wird. Ist dort Datenschutz auch schon ein Thema gewesen? Oder wie siehst du das? Genau. Ja, sollte ein Thema sein. Also ich bin froh für diese Steilvorlage, weil ich sitze dann manchmal hier und höre zum Datenschutz zu und denke so, ja, aber beschaffungsrechtlich müsste dann das dies und jenes heißen. Also kürzlich konnte man in den Medien jetzt in dem ganzen Explain-Skandal lesen, ja, die Bundesämter haben irgendwie Stellung bezogen, sie werden dann jetzt schauen, wie sie Informationssicherheit, also nicht ganz dasselbe, aber Datenschutz auch Teil davon, im Beschaffungsprozess reflektieren. Und ich war so wie, voilà. Halleluja, endlich. Also ich war selber lange im Rechtsdienst. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber wir haben hier einerseits den Informationssicherheit, Datenschutzprozesse, die laufen. Oft haben wir parallel die Beschaffungsprozesse, die dann laufen. Und das trifft sich dann nicht. Dabei sollte das Hand in Hand gehen. Und dann merkt man, wenn dann mal so ein Skandal ist, so, oh, es ist eben nicht Hand in Hand gelaufen, also was Dominika Blonski vorher gesagt hat. Man muss sich gut überlegen, welcher Auftragnehmerin geben wir diese Verantwortung. Also wenn ich dann privat irgendwas kaufe oder zum Beispiel eine Babysitterin beauftrage, dann weiß ich, dann kann ich nach dem Bauchgefühl gehen. Aber im Beschaffungsprozess kann ich ja eben dann nicht nach dem Bauchgefühl geben, sondern muss diese Kriterien verankern in der Ausschreibung und dann nachher im Vertrag. Und das passiert noch viel zu wenig. Ja. Vielen Dank. Das heißt, also Datenschutz könnte noch mehr auf die Agenda der Beschaffung, insbesondere IT-Beschaffung, kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist es in der Praxis? Also, Dominika, wirst du auch kontaktiert von Beschaffungsprojekten, also Vorhaben? Hast du mit denen Kontakt? Was rätst du da jeweils? Ja, also wenn ich vielleicht kurz noch anknüpfe, es ist auch für mich manchmal ziemlich schockierend, wie da nicht mitgedacht wird oder von Anfang an. Also man beschafft einfach mal und dann, wow, okay, da fehlt noch etwas und oh, das können wir jetzt nicht mehr umsetzen und so weiter. Also das ist schon noch, da gibt es viel Potenzial, sag ich mal, genau. Das, genau. Aber was eigentlich das Dramatische und der Hintergrund ist eben diese öffentlichen Institutionen, das Beschaffen, die sind ja verpflichtet, das Recht einzuhalten und das machen sie einfach nicht, oder? Und deshalb braucht es dann die Aufsichtsbehörden, oder? Die dann im Sinne der Bevölkerung, im Sinne der Grundsätze hinschauen und, also der Grundrechte hinschauen und sagen, wie das umzusetzen ist. Also wir unterstützen dann in der Rechtsauslegung und auch in der Umsetzung ganz konkret. Und ich habe ja die Vorabkontrolle erwähnt, das ist dieser Moment, wo wir in solchen Beschaffungsprojekten reinkommen. Also wenn solche Projekte gewisse Risiken eben mit sich bringen, dann muss man bei uns vorbeikommen und dann schauen wir das sowieso an. Okay. Ja, spannend. Also ich denke, auch bei dir kommen ja oftmals Behörden vorbei, wenn sie beschaffen wollen. Eben so ein bisschen auch mit der Erwartung, du löst dieses dieses Datenschutzproblem, kann man bei dir lösen. Wie gehst du da vor? Ja, also ich löse es nicht, sondern ich sage Ihnen, es gibt, und da sind wir auch, glaube ich, völlig einig, eine ganze Reihe von Anforderungen, die gemacht werden muss. Ich muss dich auch korrigieren, die Risikoanalyse kommt auch quasi bei meiner Vorgehensweise ganz am Schluss. Und wenn wir mal das ganze Lawful Access-Thema ausblenden, die restlichen Dinge geben sehr viel mehr Arbeit zu machen. Das sind ja das, was ich heute gezeigt habe, quasi in meinem zweiten Excel, das nicht so viel diskutiert wird darüber, dass es sehr viele Vorgaben gibt, wo man eben alle sich diese Fragen stellen muss. Und dann kann ich schon hinkommen und sagen, schaut mal diese Fragen, Sie können sie auch nachlesen, aber dann müssen Sie sie mal beantworten. Und das ist die Schwierigkeit. Und da muss man hineingehen, auch bei den Verträgen. Ja, was gehört denn alles in den Vertrag überhaupt hinein? Ich würde sagen, bei Microsoft, die haben das dann schon verstanden, dass man da einen gewissen Standard braucht. Die haben sehr viel gemacht und das ist heute einigermaßen akzeptiert. Aber schon dort diese Fragen zu stellen, was sind denn das für Klauseln? Und da glaube ich, gibt sehr viele öffentliche Organe, die wissen das wahrscheinlich gar nicht und die wissen auch nicht, was sie bei sich selbst machen müssen. Alles, ja, was brauche ich jetzt überhaupt für Leute, um das Zeug nicht nur initial zu haben, sondern nachher auch laufen zu lassen? Weil ich muss ja kontrollieren, ob sich die 100.000 Schalter dort verändern.
Und wenn ich da nirgends jemanden vorgesehen habe, dann wird dann die Aufsichtsbehörde kommen und sagen, ja, und wo hast du jetzt die Leute, die schauen, dass das dann auch wirklich in der Schweiz bleibt, wenn sie sagen, es sei in der Schweiz. Und wenn man die dann nicht hat, dann hat man halt ein Dossier, das nicht vollständig ist. Und deshalb gibt es dort viel Arbeit vorher. Auch wenn man das jetzt vielleicht, das war ja auch, was ich heute gesagt habe, ein bisschen standardisieren könnte. Ich fand das noch spannend bei deinem Input. Ups. Also du hast ja heute Morgen gesagt, eben das Rechtliche sei eigentlich noch einfach lösbar, schwieriger sei mehr die technischen und sonstigen Fragen, also der Unlawful Access. Wieso kümmert ihr euch als Anwälte überhaupt über diese technischen Themen und nicht irgendwie eine Security-Firma? Oder? Ja, also ich kümmere mich nicht um die technischen Themen. Ich habe zwar auch einen technischen Background, aber ich stelle die Fragen. Und ich sage, habt ihr das gemacht? Ich mache keine Security-Analyse, aber ich weiß inzwischen, was es alles gibt und wo alles Probleme sind. Zum Beispiel die Logs, die Logbücher, haben wir uns darüber unterhalten. Ja, schaut ihr euch die an? Habt ihr einen Prozess, um das anzuschauen? Wie man das jetzt konkret konfiguriert und macht, das prüfe nicht ich. Und wenn die mir sagen, ja, das haben wir im Griff, dann ist es nicht an mir zu sagen, das sei nicht so, weil für das gibt es andere Leute. Aber diese Fragen zu stellen, und das ist das, was ihr ja auch macht, ihr stellt ja auch diese Fragen. Und das ist wichtig, weil an die denken viele Leute nicht. Super, merci. Vielleicht nochmal zu dir, Simon, eben, was stellt ihr euch für Fragen jetzt gerade mit Microsoft und anderen? Was ist wichtig für die Schulen, damit sie da die Cloud-Services ganz ohne Probleme und schlechten Gewissen brauchen können? Ja, ich glaube, der Bildungsbereich ist doch etwas spezifischer, weil es da um Kinder geht. Da gibt es einen spezifischen Schutzbedarf noch, zwar nicht aus dem Datenschutzrecht, aber es sind andere Normen. Und alle, die Eltern sind und Kinder haben, können nachvollziehen, dass man dort ein bisschen sensibel sein sollte. Und es geht auch im Bildungsbereich natürlich besonders schützenswerte Daten, überall dort, was um gesundheitliche Fragestellungen geht, Schulpsychologie und so weiter und so fort. Das wären dann ebenso kritische Fragen, was ich die Schule fragen muss, wohin gehen wir mit diesen Daten? Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben, ihr verhandelt ja mit Microsoft über diese Rahmenvereinbarung. Was steht da konkret drin? Wer hat jetzt welche Spielregeln, Kompromisse? Was seid ihr da für Punkte eingegangen? Also der Prozess läuft eigentlich so, du erhältst ein ca. 300 Seiten starkes Standarddokument und eine Datenschutzzusatzvertrag und es geht eigentlich darum, so viel wie möglich sich dem Schweizer Datenschutzrecht zu nähern in dieser Verhandlung. Oder? Also so als amerikanischer Anbieter, das ist eine ganz komplett andere Grundlage, sag ich mal, und es geht jedes Mal darum, zu schauen, gibt es dort Möglichkeiten, diesen Standard noch ein bisschen anzupassen. Aber also das ist einfach die juristische Seite, es gibt natürlich auch noch kommerzielle Fragen, wenn es um bla 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 geht, genau. Danke, okay, ja. Also ich frage mich immer, wie weit seid ihr denn? Also gut, wir können das vielleicht nachher noch diskutieren, aber da gibt es offenbar einen Gap zwischen Schweizer Datenschutzrecht und dem, was ihr da verhandelt habt. Okay, wir geben hier mal Rika. Ja, als Beschaffungsjuristin finde ich das einfach wahnsinnig interessant, weil in der Theorie hat man ja einen wunderschönen Vertragsstandard, den man dann in der Ausschreibung beilegt und wer diesen Vertrag nicht akzeptieren will und die Ausschreibungskriterien nicht erfüllen kann, der bewirbt sich gar nicht erst und dann haben wir das Problem gar nicht. Aber das ist die Theorie. Und dann zu sehen, dass in der Praxis eigentlich der Anbieter so marktmächtig ist, dass er den Vertrag beilegen kann, das sollte in der theoretischen Welt nicht sein. In der theoretischen Welt sollte sich jede Beschaffungsbehörde überlegen, was ist mir wichtig, also auch welche Datenschutzkriterien sind obligatorisch zu technischen Spezifikationen wichtig, welche sind nice to have und die habe ich dann in meiner Ausschreibung und die reflektiere ich dann so und spezifiziere sie dann auch noch im Vertrag. Also da habe ich bin ich ein bisschen am höheren Hebel eigentlich als der Anbieter, aber das wäre die Theorie. Also das heißt mit anderen Worten, hier haben wir eigentlich nicht das, was in der Theorie vorgesehen ist. Vielleicht noch kurz ein Wort dazu, also diese Rahmenverträge, die da bestehen, das sind nicht Rahmenverträge im klassischen Sinn. Mhm. Es hat keine Ausschreibung stattgefunden. Das heißt, es ist eine selektive, mit gewissen Anbietern verhandelte Vertrag. Okay. Und
Ja, das ist natürlich fragwürdig. Also auch beschaffungsrechtlich, nicht nur datenschutzrechtlich, haben wir ein Problem eigentlich auch beschaffungsrechtlich, oder wie? Ja, natürlich, das kommt dazu, oder? Also die Praxis ist oft schwieriger als die Theorie, das ist klar. Ja. Und wir haben uns da auch entschlossen, bis auf Weiteres keine neuen Rahmenverträge mehr abzuschließen. Okay. Wir haben bestehende Rahmenverträge, die wir aus Business-Continuity-Gründen verlängern. Ja. Und um einfach diese grundlegenden Fragen mal zu klären. Und es gibt da nicht nur Microsoft. Also auch im Bildungsbereich gibt es zurzeit ein riesen gewachsenes Ökosystem an zum Teil auch Schweizer Startups, die in diesem Sektor wunderbare Produkte machen. Da geht es um gleich lange Spieße schlussendlich, oder? Okay. Ja, spannend. David und Dominika, genau. Das ist, also wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe ein Mikrofon. Also auch Rika, was du gesagt hast und jetzt von Ihnen. Also das ist genau die Thematik, oder? Es wird, also man darf ja nur so auslagern, das wollte ich in meinem Vortrag auch zeigen, wenn man das auch wirklich darf. Also wenn man auch wirklich die ganzen rechtlichen Themen einhalten kann mit der Auslagerung. Und da zeigt sich jetzt an diesem Beispiel mit den großen Anbietern, oder? Ganz schön. Die haben so eine große Macht und denen ist es ziemlich egal, was in der Schweiz läuft oder mehr oder weniger, oder? Und da müssen sich die öffentlichen Organe schon überlegen. Also erstens, wie können sie ihre Pflicht, das Recht einzuhalten, erfüllen? Das müssen sie. Da gibt es keine Diskussion. Ich bin Juristin, aber irgendwie ist das so. Ja, genau. Also das ist einzuhalten. Wie machen wir das? Und die Bevölkerung, oder die große Verantwortung, die der Staat gegenüber der Bevölkerung eben hat, sei das in Schulen, wie wir das sehen, sei das in Steuerämtern, bei der Polizei und so weiter, überall, oder, sind Daten von der Bevölkerung drin. Und die riesige Verantwortung, die der Staat da hat und dann relativ leicht, leichtsinnig vielleicht sehr stark ausgedrückt, aber wirklich einfach mal auslagert und diese großen Unternehmen dann eigentlich bestimmen, wie das Ganze laufen soll, oder? Und also ich sehe hier nicht nur eine juristische Diskussion, sondern ich sehe eine viel grundlegendere Diskussion. Strategische Fragen auch. Wer gibt das Recht schlussendlich vor, oder? Wer schreibt unsere Verfassung? Da sind wir wirklich wieder ganz am Anfang, oder? Also das möchte ich einfach so in Erinnerung rufen, oder? Das ist ein größeres Thema. Ja, merci vielmals. Also ich bin ja immer, ich habe ja mit allen drei Großen, habe ich solche Verträge mehrfach verhandelt. Und es ist, drei Großen sind? Google, AWS und Microsoft. Die drei, das sind die drei Marktführer eigentlich da. Und es ist so, das sind amerikanische Unternehmen, die kommen mit einem anderen Selbstverständnis. Es ist so, sie haben eine gewisse Marktmacht und man kann sich da ohnmächtig fühlen. Und es ist auch richtig, dass es sehr, sehr lange geht. Also wir haben bei Microsoft zum Beispiel 1,5 Jahre gebraucht. Und so geht es so lange? Wieso das so lange geht? Weil die ganzen Entscheidungen fallen auch nicht in der Schweiz. Das muss eskaliert werden. Aber dann passiert Folgendes. Dann sagt natürlich das Schweizer Team, das hier Business machen will und das auch versteht, dass man hat, wir wollen da rein. Zum Beispiel haben wir das gesehen bei den Banken. Und die Banken haben gesagt, nein, wenn ihr das nicht anpasst, machen wir das nicht. Aber sie wollen das Business, haben dann gewisse Standards gemacht und dasselbe hatten wir auch bei der öffentlichen Verwaltung. Und so kommt man dann schon hin. Aber es ist ein mühsamer Prozess. Und es bedeutet, dass ich natürlich auch diese ganze Cloud-Thematik anschauen muss. Ich hätte jetzt mal gesagt, wenn wir die AGBs des Bundes oder des Kantons Zürich oder sonst für die Cloud-Anbieter verwenden, das funktioniert gar nicht, weil die Modelle funktionieren schon ganz anders. Ich vertraue, sage ich jetzt mal, sehr viel mehr, dass ich bei einem solchen Vertragsmodell, wie ich habe, bei diesen Providern, die Services wahrscheinlich besser abdecken kann. Und dann muss ich gewisse Pflöcke an anderen Orten einschlagen. Zum Beispiel, dass sie die Verträge ändern können, gewisse Teile davon. Und andere Bestimmungen, die man dann anpassen muss. Aber das geht schon. Wir müssen einfach das zusammen machen. Aber ich frage mich ja schon, also dann verhandelst du 1,5 Jahre und... Ja. Und zwar mit am Schluss, wie viel Millimeter kommst du da weiter? Genügend. Genügend? Genügend. Also, und zwar aber noch nicht ganz, so, weil es noch nicht da ist. Nein, also genügend so, dass mir Kollegen quasi von dir sagen, wir glauben, es ist jetzt okay. Es ist nicht super, aber es ist okay. Also nur ein bisschen illegal sozusagen. Und
ist genau das Thema, oder? Die Rechtslage ändert sich nicht mit langen Verhandlungen, oder? Wie bitte? Die Rechtslage, die ändert sich nicht, auch wenn die, wenn das die ist Verhandlungen schon so, noch so lange dauern. Aber es ist ja nicht so, also dort haben wir ja vielleicht den Unterschied, dass ich sage, an sich darf ich outsourcen in diesen Fällen. Ja. Und wenn wir dann das mal sagen, dann geht es darum, dass wir über Haftungsklauseln, über andere Sachen reden. Das ist dann im kommerziellen Bereich. Dort sind unterschiedliche Dinge. Aber wenn wir so über die Datenschutzfragen reden, wir dürfen nicht vergessen, diese ganzen Cloud-Provider sind ja auch unter Druck in der EU. Die machen denen auch Druck. Und wir kriegen da nicht Bestimmungen, die super sind. Aber ich glaube, wir kriegen Bestimmungen, wenn wir da zusammenhalten, die uns weiterbringen, und dann muss man halt entscheiden, ist das jetzt das Ganze wert? Okay, also gut, zum Glück gibt es die EU in dem Fall. Rika? Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Dominika Blonski und die Berufskolleginnen sagen, ja, ich glaube, das ist schon okay, aber die Message ist ja positiv. Was ich sagen wollte, es ist mir schon durchaus bewusst, dass die AGB des Bundes, also AGB Informatik, Informatikdienstleistungen, das kann man nicht bei einer Cloud-Ausschreibung einfach bringen und dann ist das okay. Nein, es ist sehr kompliziert. Wir haben auch keine Cloud-AGB und die AGB sind ja einfach privatrechtliche Vertragsbestandteile, also das kann man ändern, das kann man ausbedingen. Deshalb, es ist kompliziert, aber man kann kluge Verträge machen. Also in diesem Raum kann ich Ihnen vielleicht nicht drei, aber zumindest zwei Leute nennen, die sehr gute IT-Rechtsverträge machen können. Ich schaue mal da hier so schräg rauf. Das kann man im Vorfeld machen. Man muss noch nicht jedes Detail bestimmen, aber man muss sich überlegen, was ist für mich nicht verhandelbar. Punkt. Datenschutz. Wie übersetze ich das in einen Vertrag? Und da gibt es Profis, die können das. Ich kann das nicht, aber die Profis können es. Sie können es auch agil machen, dass man es nachher auch vielleicht im Rahmen des Zulässigen optimieren kann. Und dann nehme ich diesen Rahmenvertrag, der noch nicht bis ins Detail abschließend ist, und lege ihn der Ausschreibung bei. Dort hat es eben obligatorische Dinge drin, technische Spezifikationen und nice to have. Ich schaue, dass die das Datenschutzrecht übersetzen, konform sind und auch nicht allzu wettbewerbseinschränkend. Das muss ich jetzt als WTO-Rechtlerin doch auch noch sagen. Das geht, aber es ist kompliziert. Ja, spannend. Also danke für auch diese Perspektive. Konkret IT-Beschaffung, das ist ja das Thema von heute. Sie haben es gemerkt, wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Es reicht jetzt nicht mehr, da groß ins Publikum die Fragen zu übergeben. Aber ich denke, wir haben einige Punkte aufgreifen können. Vielleicht noch zum Schluss, Simon, ausblickmäßig, was gibt es da als vielleicht auch Alternativen? Also ist Educa jetzt quasi auf Gedeih und Verderb diesen Verträgen ausgeliefert oder habt ihr da auch noch Plan B in der Tasche? Ja, nein, natürlich nicht. Also es gibt Alternativen. Ich würde auch dafür plädieren, vielleicht den Software-Stack zukünftig ein bisschen zu diversifizieren, um die Abhängigkeit nicht noch größer zu machen. Also es gibt auf jeden Fall Optionen. Man könnte auch wieder vermehrt dazu hingehen, mehr zu maken als zu buyen. Insbesondere wenn das um systemische Architekturen geht beispielsweise. Da gibt es durchaus Lösungen. Ja. Gut, ja, aber das ist doch immerhin ein Plan B und die Hälfte oder so. Also wir werden ein bisschen in diese Richtung gehen. Das war ja auch das heute Morgen schon, was du gesagt hast, also diese Abhängigkeit, eine Thematik, die sicher auch ernst zu nehmen ist, neben Datenschutz, neben Beschaffungsrecht. Ich danke euch ganz vielmals für diese spannende Diskussion und wünsche einen Applaus für die Diskussionsteilnehmer. Ja.